Servus Leute, hier ist immer wieder eure Playside. Die Professionals sind wieder am Start. Die Familie. Die Familie, hier ist der Shinobel ist dabei, der Peak ist dabei, die Caden ist dabei. Warum sprichst du die über dich in der dritte Person? Das macht er immer so. Der Shinobel ist dabei. Ich, der Shinobel macht dabei. Das, Nate macht das auch. Jetzt warte doch mal, bis ich durch bin. Das ist also. Und die Mo ist dabei. Die Mo ist nämlich auch dabei. Servus. So, also müssen mal fünf Leute hier. Und wir haben unsere Köpfe zusammengeworfen, um durch dieses Adventure zu steuern. Point, das alle sind hier schon Schild für Schild, was wir zu tun haben. Aber jetzt sind alle gespannt, wie es weitergeht. Unsere Aufgabe. Ich weiß noch, wir haben angefangen mit King's Quest 1, da war so Dinge noch dabei, oder Larry, da konnte man noch Text eingeben. Police Quest. King's Quest. Police Quest. Was ist denn mit den Klassikern, wie Indiana Jones? Das sind alles, damit sind wir aufgewachsen mit so Dingern. Ja. Und das ist jetzt natürlich das, was heute noch heutzutage gibt. Nee, wie hieß das mit den, Jetzt kommt die Mini, jetzt immer mal, es ist spannend. Na, mit dem Magier, mit der jungen Magier, was wollte man? Simon the Sorcerer! Damit habe ich angefangen. Sensationell. Hier gibt's ja fünf Tage. Das war meine erste. So, das war dein erster. So, wollen wir hier jetzt mal, Ich würde Ivo mir gerne bisschen... den Käfig oder das, wo Chip Chip drauf gesessen hat. Da oben hängt nämlich ein Fetze dran. So kommst du mir bald vor. Nee, hier ist nur betritt den Balkon. Aha. Dann geh mal auf den Balkon an. Jetzt gucken wir erstmal, wir wollen ja im Zimmer gucken. Betrachte das Bett. Betrachte die Tür. Betrachte das Bett, haben wir schon letzte Folge geguckt. Wer also wen interessiert, was sie zum Bett zu sagen hat, der muss sich die letzte Folge angucken. Genau. Wir gucken uns jetzt die Tür an. Genau, die Sangot mir ganz anknicken, genau, die da drauf lagen. Knick dir bitte den Tisch an. Seit ich mich letztes Jahr heimlich aus dem Elfenhain geschlichen habe, überwacht sie mich schlimmer als je zuvor. Das heißt, du musst über den Balkon. Ich bin mir sicher, dass der Glas und die Karaffe mitnehmen könnte. Was ist denn auf dem Tisch? Kann man irgendwas machen? Also, wir haben das da unten, da war gerade jetzt so ein Zettel. Ja, das war so ein Speicherzettel, würde ich sagen. Mhm. Und bevor wir jetzt hier anfangen... Oh, guck mal, das ist eine Strickmütze. Die Strickmütze, ja. Betrachte die Strickmütze. Da, irgendwie. Unter der Rock von Tussi. Da. So von der dicke Elf. Jetzt, Shinobel, sag, was du willst. Strickmütze. Ich wollte nur sagen, für die, die es noch nicht wissen, bei dem Spiel, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, kann man die Leertaste drücken, was der Peak jetzt mal vorführt. Nein! Und dann werden alle Sachen angezeigt, die man da anklicken kann. Ah! Ich will mal machen, wenn wir gucken, wenn wir alles. Ich wollte das nur sagen. Wenn, schon mal im Voraus. Ist doch klar, dass man da hinten noch auf die Blume da klickt. Und auf das Schüttelige da auf dem Tisch. Hätten wir das so gemacht. Ich wollte nur sagen, dass man das auch machen kann, wenn man nicht weiter weiß. So, ich betrachte jetzt mal die Strickmütze. In den paar Wochen, in denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Für Wilbur war das eine große Sache. Mhm. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. So war nett. Ja. Kann man es auch aufsetzen? Kann man es auch benutzen? Wilbur wusste nicht, dass der Herbst in meiner Welt noch Jahre dauern würde und Elfen nicht frieren. Aber es war dennoch das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Oh. Mutter betrachtete die Mütze mit so viel Abscheu, dass ich sie tagelang nicht mehr abnahm. Wilbur strahlte vor Glück. Und jetzt will jetzt sie nicht man, mehr tragen. Jetzt kann man nichts mehr mitmachen. Hat sie tagelang getragen und jetzt will sie nicht mehr tragen. Betrachte das Schmuckkästchen. Mein Schmuckkästchen dient als Podest für den zu kurz geratenen Narzissten da drauf. Öffne. Das geht nicht, solange der drauf sitzt. Mach sie weg. Verscheuchen mal. Verscheuchen mal, ne? Könntest du bitte einmal Platz machen? Chip, chip. Aber ich will an mein Schmuckkästchen. Nö. Kannst mich mal. Seitdem er wegen mir fast von Feuerbällen gebraten, von Schwertern geköpft und von Monstern gefressen wurde, lässt er sich nichts mehr sagen. Mutter hat ihm erlaubt, meine Befehle zu missachten, sofern sie ihren Wünschen zuwiderlaufen. Er interpretiert dieses Recht sehr großzügig. Nimm die Mütze und schlag sie über den Kopf. Ey. Betrachte den Spiegel. Chip betrachtet gerne sein eigenes Spiegelbild. Nein, ich meine, dass die Vogel und wirft sich in Pose und versucht, sich selber zu imponieren. Meistens funktioniert es. Schade.
Er versucht sich selbst zu imponieren. Nimm den Spiegel. Hey, Cheep Cheep, ich bräuchte mal den Spiegel. Das ist ein Warnet. Ich brauche ihn nur kurz. Cheep Cheep. Nö. Er rückt ihn nicht raus. Und der kleine Kerl kann verdammt schmerzhaft zupicken, wenn er will. Nimm ein Bild und tu es einfach vor den Spiegel stellen. Also, ich sag mal so. Ich habe für jeden der vier Charaktere einen eigenen Namen. Sie nenne ich jetzt nur noch Angie, weil das kann ich mir besser merken. Angelina Jolie. Wegen Angelina Jolie. Den Wilbur, oder wie heißt? Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen oder Gewässer, das hier im Schloss entspringt. Nein, Ivo, oder richtig. Leute kommen von weit her, um es zu trinken. So, und jetzt klick nicht. Den nenne ich Justus Jonas, weil es die Stimme ist. Das ist der Stimme von Justus Jonas. Von Oliver Rohrbeck und Ben Stiller. Also Oliver Rohrbeck ist der Sprecher und Ben Stiller spricht da auch. Ja. Aber ich nenne Justus Jonas. Weil. Und den Nate, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz alles täusche, ist das die Stimme von Adam Sandler. Also nennst du ihn Adam. Richtig. Vollkommen richtig. Die Stimme von der Mutter kam ja eben aber auch bekannt vor. Ja, gut, aber die wirst du ja schon nicht oft sehen. Ja, aber die kann ich nicht vor. Und die Stimme vom Vieh? Die nenne ich nur Beast. Vom Vieh? Wie das Viech. Die nennen wir einfach Viech. Ja, gut, das war alles dazu. So, hast du die Karaffe schon angeguckt? Hoffentlich macht ja, ist lecker Schlosswasser drin. Bestimmt ihre wichtigste Nein, ich Karaffe, habe keinen Durst. Liebstes im Leben. Also mit einer Schale? Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt und das ganze Tal versorgt. Und das Glas? Leute kommen von weit her, um es zu trinken. Wunder. Kann man die Blumen? Nein, das Glas kann man nicht. Man kann aber die Schale betrachten. Na dann. Normalerweise befinden sich immer Früchte und Nüsse in dieser Schale. Vermutlich ist Mutter der Meinung, dass ich selbst auf diese Dinge verzichten sollte, solange ich in ihren Augen geradezu dick bin. Kannst du da nochmal? Normalerweise befinden sich immer Früchte. Nee. Vermutlich ist. Das war schon meine Frage. Die Blume. Eine schöne rote Blume. Sie steht erst seit ein paar Tagen hier. Manchmal lässt Mutter mir eine neue Pflanze ins Zimmer stellen, die sie besonders schön oder interessant findet. Früher oder später wird sie dann ausgetauscht und bekommt einen Platz unten im Garten. Wenn sie sterben, die nicht aus. Ja, was ist das denn für ein Eis? Oder? Ein zarter, süßlicher Duft. Er erinnert mich an einen Wald im Westviertel, in dem ich als Kind Bogenschießen gelernt habe. Betrachte die Spieluhr. Ist das. Okay. Das sieht aus wie ein Ei. Ich habe diese Spieluhr vor Jahren von einem Gesandten aus dem fernen Osten erhalten. Ja? Ihre Musik habe ich immer im Ohr, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Das ist rund, ein Eis und Wahl. So, jetzt hier, öffne Spieluhr. Was ziehen Sie an? Disco Pogo. Schön. Wo ist die Ballerina? Das war's schon? Ja, das war nicht mitgekriegt, weil die die ganze Zeit geplappert haben. Jetzt, nochmal. Ach, doch Ruhe. Absolute Ruhe. Ruhe. Ab. Jetzt. Ich bin gleich ins Knie. Zu spät. Das ist Einschlafen. Hier, betrachtet mal die Figur. Genau. Ein Wächter mit Schild und Speer, wie jede Elfenfigur von makelloser Qualität. Mhm. Elfenkünstler haben Jahrhunderte, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren. Nur, wenn alles immer perfekt ist, ist dann nicht auch immer alles gleich und irgendwie egal? Die Spieluhr schließt sich automatisch, sobald die Melodie vorbei ist. Nimm dir mal ein Bild und stell das nochmal vor den Spiegel. Ich kann mit den Bildern nichts mehr anfangen. Ach so, okay. Mit der Mütze nichts mehr anfangen. Den Vogel vielleicht irgendwie in die Spieluhr locken, weil der hat ja doch gerade gesagt, schließt sich automatisch, wenn das nicht vorbei ist. Vielleicht ist der Vogel gar nicht in der Kuchen geworden. Ja, wir gehen mal auf den Balkon und gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was wir einsammeln können. Bestimmt können wir mal weit, weit weggucken mit den Dings. Und das sehen wir, wie der Nate ankommt auf dem Teppich. Wahrscheinlich. Ah. Fliegender Nate. Nein, das glaube ich nicht. Aber weit, weit weg, wenn wir weit, weit weg gucken, dann sehen wir Schreck. Das glaube ich nicht, Tim. Ich glaube schon, dass du es siehst. Ach, wie schön. Die Mühle am Haus. Hier ist keine Mühle. Was klappert? Da ist ein Wasser, guck mal. Betrachte das Fernsehen. Früher habe ich tagelang hinaus auf die Wälder geschaut und mir vorgestellt, wie die Welt dahinter ist.
Nein, sie hat ihre Arme verschränkt. Das macht sie laufen. Ich glaube, ich vermisse sie. Ich vermisse sie wie die Hölle. Ich habe in der Welt da draußen viel Leid, viel Böses, viel Missgunst gesehen. Aber es war aufregend. Es war lebendig. Hier im Elfenhain ist alles so geordnet, so perfekt. Jeder Tag ist wie der vorherige. Und sie ziehen sich endlos hin. Aua. Würde sie ja gerne, aber sie ist eingeschlossen. Kannst du immer noch betrachten, sagt sie immer was anderes. Das Fernrohr. Man kann durch das Fernrohr fast den Waldrand sehen. Aber ich kann den Elfenhain nicht einfach verlassen. Mutter würde mir das nicht verzeihen. Und es lauern viele Gefahren dort draußen. Lass nochmal durch. Was jetzt? Nee, jetzt kann man nur noch in den Palast gehen, der dahinter liegt. Betrachte die Sonnenblume. Wir haben viel exotischere Pflanzen hier im Palast. Aber Sonnenblumen gehören zu meinen Lieblingen. Nimm einige Sonnenblumenkerne. Aha, für den Vogel. Und ich kann sie in die Spieluhr tun. Die Spieluhr ich brauche einige deiner Kerne. Ich habe noch einige Kerne und sollte nicht mehr nehmen, als ich brauche. Den Armvogel nicht in die Spieluhr knollen. Nicht? Geht doch gar nicht. Das ist ein Biest. Das ist doch ein Biest, das ist Cheep Cheep. Gefährt mich gerne. Cheep Cheep. Sensationell. Ich würde es in die Schale einfach mal. Ja, wir probieren jetzt mal hier Sonnenblumenkerne in die Schale. Um die Schale zu nehmen, dann kann man schnell mal das Schmuckkästchen aufmachen. Cheep, wie wäre es, wenn du dich von der anstrengenden Selbstbewunderung erholst und dir stattdessen lieber den Bauch vollschlägst? Ja, schnell. So bin ich zu dir. Schnell dahin. Bevor der selbstverliebte Vogel. Perlen, Edelsteine, glitzernde Ohrringe und Ketten. All der Kram, den ich zu offiziellen Anlässen anlegen muss. Ginge es nach Mutter, hätte ich kistenweise solches Zeug und ein halber Flügel des Schlosses wäre mit meinen Kleidern gefüllt. Sie kann überhaupt nicht verstehen, dass Papa und ich uns nichts aus diesen Dingen machen. Was für eine Frau bist du denn? Musst du keine Zimmer voll mit Kleidern. Nehmen wir uns den Spiegel. Yay! Yeah. Packt ihn einfach mal ein. Wo hat sie sich jetzt hingesteckt? In den Rock. Wow! Oh, ja, Cheep Cheep. Guck mir jetzt auch nicht mehr leid. Wo ist der Spiegel? Cheep Cheep, wo ist mein Spiegel? Der ist bestimmt traurig jetzt. Putz dich jetzt. So brauche ich wieder nicht aus. So, jetzt nehmen wir den Spiegel und machen damit was. Ja, das genau. Ist zwar mein Spiegel, aber Cheep Cheep dürfte ihn mehr vermissen als ich, wenn ich ihn nicht wieder irgendwo hinstelle. Irgendwo hin. Aha. Auf den, geht genau. Nicht. Nee. Irgendwie bei Cheep Cheep da vorne? Ja, aber was bringt das? Warte mal, ich hab mal eine Idee. Jetzt kommt der Peak. Lehne den Spiegel an die Figur. Nee. So? Doch. Also doch. Die Spieluhr. Ah. Hey! Entzugserscheinungen? Ich muss mal kurz an die Spieluhr. Ach oh. Du musst nicht einmal den Blick von deinem hübschen Antlitz wenden. Na los! Eingelegt. Der Arme. Eingeschlafen? Er ist eingeschlafen. Es wurde dunkel und er ist einfach... Egal, ich habe erst einmal Ruhe vor ihm. Yay! Hast du gehört, wir haben einen Tusch bekommen? Yay! Hurra! Kannst du noch sie, hat tatsächlich ihre, sie hat tatsächlich ja. ihre Brüste gerückt. Hab ich doch gesagt? So. Mach jetzt mal die Spieluhr. Schläft immer noch, guck mal da. Oh. Man hört Cheep Cheeps schnarchen. Er ist einer der ganz wenigen Vögel, die dazu in der Lage sind. Das heißt, ich habe ihn geknotet. So, können wir jetzt raus. Da ich hoffe, dass er noch ein Weilchen schläft. Er wird ein Spektakel veranstalten, sobald er aufwacht. Er hat sich schließlich den Bauch vollgeschlagen, hallo? Kein Wunder, dass er schlafen will. Können wir aus dem Schmuckkästchen nicht nehmen?
herausnehmen? Perlen, Edelsteine. Ich wüsste nicht, wofür ich den... Nein. Brauchst du nicht. Nee. Kannst du den Spiegel wieder einstecken? Die kann man immer mal gebrauchen. Ein Spiegel kann man immer gebrauchen, genau. Das geht aber nicht. Kannst du den Augen nie anklicken. Fertig. Kannst du die Hase vom Bett nehmen? Nee. Dann musst du jetzt in den Palast gehen, oder? Als Nate und die anderen hier gewohnt haben, hat Nate des Öfteren Andeutungen gemacht, die mit dem Bett zu tun hatten. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, dass Mutter das gar nicht gefiel und sie ihm ein bewachtes Gästezimmer am anderen Ende des Schlosses zuwies. Und Cheep Cheep erhielt den Auftrag, mir nicht von der Seite zu weichen. Aber? Nix? Guck mal, jetzt kannst du das Bett auch nicht mehr benutzen. Mhm. Die Tür ist verriegelt und lässt sich nur von außen öffnen. Ich muss einen anderen Weg finden, wenn ich hinab in die Bibliothek will. Komm. In der Bibliothek finde ich hoffentlich ein Medizinbuch, in dem... Nur, wie komme ich runter in die Bibliothek? Spring, Mädchen! Spring! Dann ist sie nicht mehr schwanger. Nee. Aber ob sie wirklich schwanger ist, wenn sie keine Ahnung hat, was Nate mit dem Bett gemeint hat? Aber man braucht dazu ja nicht unbedingt ein Bett. Ist sie schwanger oder nicht, sagt ihr gleich das... Buch Gericht? Aus der Bibliothek. Das Buch aus der Bibliothek, genau. Ja, oder der Blaustreifen. Der rosa und bei manchen. Ich nehme mir noch ein paar deiner Kerne. Aber das sind die letzten, versprochen. Was brauchen wir dir denn jetzt? Keine Ahnung, ich habe einfach nochmal welche genommen. Wo irgendwie anklicken, ist da vielleicht irgendwo eine Liane versteckt. Die Pflanze würde es wohl überstehen. Aber im Moment brauche ich keine weiteren Kerne. Vielleicht kannst du nach links. Jetzt ist sie auch. Kannst du nach links weitergehen? Nee. Doch, ging da zum Palast oder? Ja, da geht's wieder rein. Das Zimmer geht's dann wieder, ja. Ist das sonst nichts mehr zu sein? Drück mal die Leertaste. Geht's nur noch? Da ohne geht's. Weiter hinab in den Garten. Yes. Wo soll da der Weg sein? Hä? Also los! Ich kappel da runter! Ui! Geschickt geklettert! Der hat eine Liane da hängen. Ah ne, war bei einer Kiel. Wie vermutet, niemand hier. Meine Eltern sind oben im Thronsaal und regieren das Reich. Naja, Mutter regiert. Schön! Oh, mit dem Wasserfall! Das dachte den Thronsaal. Oh, nein, erstmal Titten zurückrechnen. Ein ziemlich kleiner. Bei den Klamotten musst du schon ziehen. Aha. Ich möchte mal sehen, wie hübsch du aussiehst, wenn dich jemand morgens auf den Pott stört. Du meinst... Was kann ich heute für dich tun, meine Schöne? Was sind das? Ein Pilz? Nein, das ist ein Bonsai. Bonsai, ja, jetzt. Ihr habt jetzt gerade sein Häuschen gekratzt. Ich hab mich wieder geschlagen. Ob das sein Häuschen war, vielleicht ist das ja auch seine Toilette. Auf jeden Fall wohnt er da. Ich sag ihm mal, der Garten sieht fantastisch aus. Okay. Der Garten sieht wie immer fantastisch aus, Arbor. Danke, ist eine Menge Arbeit. Die Leute denken immer, Elfengärten seien von Natur aus prächtig, aber das stimmt nicht. Es braucht einen guten Gärtner. Und du hast einen grünen Daumen. Und guten Dünger. Ist nur Moos. Das passiert schon mal, wenn man den ganzen Tag im Boden wühlt und sich abends nicht richtig die Hände wäscht. Aha. Erzähl mir etwas über Ents. Ihr Baumhirten leistet großartige Arbeit. Baumhirten. Die Bäume stehen einfach rum. Wozu brauchen die einen Hirten? Obwohl, so einen Hirtenhund hätte ich gerne. Hey, Rex! Willst du mein Hirtenhund sein? Nee, meine Liebe. Ich bin Gärtner. Nicht mehr und nicht weniger. Rettet mit sich selbst. Mutter hat mich heute Morgen auf Diät gesetzt, damit ich für meine Hochzeit perfekt aussehe. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. In der Natur gibt es sowas nicht. Oder besser gesagt, alles ist perfekt, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Erzähl das Mutter. Das habe ich schon oft. Aber so klug sie meistens ist, so dusselig ist sie in diesen Dingen. Na hör mal, sie ist die Königin. Ich bin zu alt, um ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hihi, Blatt vor den Mund, verstehst du?
Was steht heute auf dem Plan? Viel zu tun? Ach, das Übliche. Weißt ja, es regnet nie im Elfenhain. Aber die Blumen brauchen ihr Wasser. Also gieße ich sie jeden Tag. Pinkel dran, oder? Der Fluch des schönen Wetters. Das Wetter ist nicht das Einzige, das in diesem Land nicht stimmt. Ich bin seit 30 Jahren hier und seit 30 Jahren haben wir Herbst. Die Zeit verläuft anders im Elfenhain. Langsamer. Und deswegen werden alle hier steinalt, schon klar. Aber hätten wir normales Wetter und die üblichen Jahreszeiten, gäbe es hier deutlich mehr Abwechslung. Ja. Du und Vater, ihr kommt gut miteinander aus, oder? Niemand versteht mehr von der Natur als er, das ist mal sicher. Aber trotzdem bitte ich ihn nicht oft um Hilfe. Vom Nachdenken wurde noch nie ein Feld umgegraben, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist eben eher Theoretiker. Der Matsch an den Füßen, der Geruch frischer Erde, all die Freude und das Leben. Er verpasst doch alles, wenn er da oben rumsitzt und nichts tut. Ich muss weiter. Ja, ich habe auch einiges zu tun. Ich weiß einfach nicht, was der Pflanze da fehlt. Aha, eine Aufgabe. Eine Quest. Dilili. Was der Pflanze fehlt. Ja. Deine Mutter hat vor ein paar Tagen einen Haufen Blumen von einer Feendelegation geschenkt bekommen. Sind alle gut angewachsen, nur die hier nicht. Vielleicht braucht sie besondere Erde oder besonders viel oder besonders wenig Licht. Alles möglich. Wenn mir nicht bald was einfällt, muss ich deinen Vater fragen. Er kann mit ihr reden und sie sagt ihm vielleicht, was ihr fehlt. Wenn du hinaufgehst, wäre es nett, wenn du meiner Mutter nicht erzählen würdest, dass du mich hier draußen getroffen hast. Wieder mal ausgebüxt, was? Von mir erfährt niemand was.